Schon vorbei? Leider, Herr Hanse. Oh, ich habe doch zwei Schultern, Luise. Ich habe ein bisschen die Zeit vergessen. Die hier, die hebe ich mir für nächste Woche auf. Ich hab's eilig. Ein Hausbesuch. Oh, wieder geträumt, was? Stellen Sie sich mal vor, das Leben ist eine große Tombola. Dankeschön. Klar, jeder will den Hauptgewinn, Traumreise oder sowas. Aber die meisten müssen sich mit einer Kaffeemaschine oder einer Duschhaube zufrieden geben. Das ist besser als nix. Hätte ja auch eine Niete sein können. Ich freue mich jedenfalls auf nächste Woche. Und meine Schulter erst. Sie sind ein Schatz, Herr Hanse. Das tust du mir jetzt nicht an, Caroline. Für einen gemütlichen Abend vor dem Fernseher, da habe ich Lars. Mit dir will ich wenigstens einmal die Woche Glamour und in schmutzige Bars. Nein, ich will heute noch raus. So geht die Scheiße natürlich auf. Was? Nichts, mein Auto. Immerzu, nur weil du schwanger bist, musst du jetzt nicht auf betulich machen. Sprich, der stand doch hier. Lars. Ich hab dir doch gesagt, wenn der Schwede kommt, dann brauche ich den Wagen. Ich muss den doch abholen. Du hast nur nie gesagt, wann dein Schwede kommt. Ja, wie denn? Ich hab's doch vorhin erst selbst erfahren. Mensch, Karl! Wagenschlüssel! Habt ihr's bald? Wagenschlüssel! Lars, wir müssen! Luise, das kannst du nicht bringen. Wenn das mit dem Schweden platzt, bin ich total pleite. Ich brauch den Wagen. Kann es sein, dass ich dich nur pleite kenne? Sollen wir den Schweden mit dem Bus abholen? Der Käfer soll sich raushalten oder fein Männchen machen, ja? Ja, demütige mich. Wenn Lars dir nicht mehr reicht, kein Problem. Lass mal gut sein, Karl. Komm mal her. Schau doch mal. Unser Garbage Garden. Mülltrennung kann so schön sein. Wenn der Schwede den in Serie produziert, dann kaufe ich dir von den Lizenzen einen neuen Wagen. Das schwöre ich dir. Lass mich jetzt nicht hängen. Komm. Garbage Garden. Unsere Zukunft hängt also an einem Müllgarten. Wahrscheinlich habe ich es wirklich nicht besser verdient. Du holst mich um 12 auf dem Kiez ab. Aber ohne deinen siamesischen Zwilling. Und dann besprechen wir mal einiges. Aber nicht zu Hause, wir gehen in eine Bar. Sonst pennst du ja eh gleich ein. Coole Idee. Ich lieb dich. Du mich auch. Nicht einfach auflegen. Wer bin ich denn? Beeil dich, wir sind zu spät. Komm. Caroline, jetzt renn doch nicht so. Ich hab's doch nicht so gemeint. Mhm. Ihr werdet's noch zeigen. Meine Freundin Luise nennt mich alt. Mach mit Tuli. Komm, überhaupt mit Tuli. Was ist denn das für ein Wort? Alt habe ich überhaupt nicht gesagt. Aber so gemeint. Und langweilig werde ich auch nicht. Rede ich etwa von Windeln, von Schwangerschaftsgymnastik? Nein, das tue ich nicht. Oh. Entschuldige bitte. Nein, überhaupt nicht. Ist geschenkt. Ich bin ja gut gepolstert. Also, was? Ich will dich als Freundin nicht verlieren. Komm. Oh. Du weißt, die verrücktesten Weiber, die wären nach ihrem ersten Wurf, wären die betulich. Ja, genau. Mhm. Wir waren auch schon ewig nicht mehr auf der Piste. Hör mal zu. Oh. Du weißt doch, wie das ist. Männer, die kommen und die gehen. Aber die Caroline, die bleibt. Ich hab sie alle überlebt. Und heute Abend tobst du dich mal so richtig aus. Du bleibst ja auch nicht ewig frisch. Vielen Dank. Wie läuft's eigentlich mit Lars? Lars? Mhm. Lars, Lars. Ach, der Lars! Ah. Der gleiche Lebensgefährte. Ich glaube, es geht dem Ende entgegen. Oh, was willst du nun? Ein draufmachen oder rumheulen? Von Lars trennt sich seit 2 Jahren schon endgültig. Das kommt bei Aldi, es geht gleich los. Was geht los? Wirklich ein Knall, jetzt geh ich mit dir so einen Bumsladen.
das gedacht? Der sibirische Säbelzahntiger. Such den Gepo, such! Wie konntest du dir den nur entgehen lassen? Hast du seine Brustmuskeln gesehen? Ist ja toll. Was soll ich mit einem Typen, der eine Körbchengröße mehr hat als ich? Wie auch immer. Jetzt gehen wir in irgendeine schmutzige Bar und lässt dann gepflegt über Typen ab. Sorry, süße Lars holt mich ab. Ach, schade. Na gut, dann bin ich mir in den Drosch gerannt. Das war aber schön, das machen wir bald wieder, ja? Oh ja, gerne. Aber du weißt, ich bin auf Abruf. In der Redaktion zucken die schon zusammen, wenn ich nur gähne. Wie ich dich kenne, tippst du noch einen Artikel zwischen zwei Presswehen? Ja, vielleicht. Pass auf dich auf und auf deine Füllung. Das mache ich. Bist du verrückt, dass da ein fertiger Wurm drin ist? Mhm. Hallo, hier ist Tante Luise. Du weißt ja, wie es geht. Du wärst bestimmt eine Spitzenmutti. Aber werd mir bloß nicht betulich. Sieh bloß zu, dass du Land gewinnst, du hässlicher Kugelfisch. Bist du das? Was hast du denn gefunden? Nee, die Heizanbringung. Das ist sicher nur die Wegbeschreibung, wie er zu seiner Magersüchtigen kommt, der Wichser. Schlechte Laune. Nur nicht heute. Ich bin todmüde. Aber wo warst denn du so lange? Ich bin fast verhungert. Ach, das tut mir leid. Ich war damit beschäftigt, mir im Regen die Beine im Bauch zu stehen. Scheiße. Das war nicht heute. Mit dem Abholen und dann trinken gehen, oder? Ich mach das wieder gut ehrlich. Ist es nicht ein bisschen übertrieben? Sag mal, merkst du eigentlich, was hier zwischen uns läuft? Das geht so nicht. Ich hab das mit uns auch nie richtig entschieden. Du bist wie so ein Wahr oder ein Fließball in mein Leben geschwappt. Du hattest nach 3 Wochen keine Wohnung mehr. Schwapp rein in meine Wohnung. Schwapp die Schränke voll mit deinem Zeug. Du leihst dir vorübergehend mein Handy und mein Auto. Schwapp, schwapp und ich kaufe mir ein neues Handy, fahr wieder U-Bahn. Was hast du nur auf einmal? Weißt du, es muss noch was Besseres geben. Das ist hier kein Testlauf, das ist mein Leben. Was ist denn das für ein Kalenderspruch? Du hast nie was gesagt. Highlights am Wochenende sind Supermarkt und Fernsehen. Ein bisschen mehr darf es schon sein. Ich brauche auch Luft und Raum. Das war hier mal meine Wohnung. Soll es auch wieder werden. Okay, ich gebe es ja zu. Vielleicht sind wir ein bisschen lahmarschig geworden miteinander. Aber irgendwie auch gemütlich. Gemütlich? Na, sag doch gleich betulich. Dein Leben allein hat dir auch keinen Spaß gemacht. Weil ich sexuell frustriert war und vor Langeweile eingegangen bin. Und jetzt, in einer jahrelangen Partnerschaft, gehe ich vor Langeweile ein und bin sexuell frustriert. Wann bist du das, Hase? Ich will kein Hase mehr sein. Wie macht Caroline das bloß? Die ist immer glücklich. Egal, ob mit oder ohne Mann. Jetzt kriegt sie auch noch ein Kind. Alles mit links. Du willst doch jetzt nicht auch eins, oder? Keine Ahnung. Und wenn? Das ist eine Phase. Ich habe schon darauf gewartet. Alle Frauen in deinem Alter meinen... Ich bin nicht zu alt, ja? Das habe ich auch gar nicht behauptet. Ja, aber gedacht. Es muss sich doch nicht jeder vermehren. Wir wollen doch jetzt kein Kind, oder? Du hast doch mich. Scheiße. Ich habe das nicht so gemeint. So stimmt es aber. Sag mal, findest du nicht auch, wir sollten mal verreisen? Irgendwo hinfahren, das würde uns bestimmt gut tun. Sag mal, merkst du es wenigstens? Darum bitte ich dich seit 2 Jahren. Exakt in dem Wortlaut. Und jetzt, nachdem ich unsere Beziehung beendet habe, fängst du an, von Urlaub zu reden. Wirklich beendet. Das sagst du doch nur so. Du bist nur ein bisschen sauer. Weißt du was? Ich plane was und überrasche dich dann. Am Wochenende fahren wir weg. Ich schwör's dir.
Mein Lasi macht's wahr, Stockholm. Hat dein Schwede dich inspiriert? Na, kann man so sagen. Ist wirklich toll. Im Reiseführer habe ich gelesen, dass man Wale beobachten kann. Wir müssen unbedingt eine Schiffstour machen. Und ansonsten ausschlafen? Ja. Schlafen? Schlafen. Ins Theater gehen? Ja. Morgen allerseits. Kader Käfer, was machst du denn hier? Ich lass Lars den Deal doch nicht alleine machen. Du fährst zum Arbeiten nach Stockholm? Mit dem Käfer? Was sollte ich denn machen? Ich wollte es dir ja sagen, aber du hast dich so gefreut. Wir können ja heute Abend zusammen essen. Heute Abend wird's knapp. Dann treffen wir die Vertriebsleitung. Mach jetzt keinen Quatsch, Hasi. Es hat sich ausgehoppelt. Wie ausgehoppelt? Wenn ich wiederkomme, ist meine Wohnung glasfrei. Ansonsten bestelle ich einen Müllcontainer. Luise! Egal wohin, einfach der nächste Flug. Ich hätte dann noch eine Pauschalreise nach Mallorca und zwar in einer Gruppe. Also nichts gegen dich, aber Ute und ich hatten schon auf den zweiten Mann gehofft. Also, So eine Gruppenreise unterliegt doch keinerlei Zwang, oder? Ganz ruhig, Bernd, wie im Swingerclub. Nichts muss, alles darf. Also ich weiß nicht, wir sind doch eine Gruppe. Mit Inselausflügen und so haben wir doch schließlich bezahlt. Ich verpflichte mich zu nichts, ja? Man muss doch dauernd machen, was alle von uns erwarten. Im Alltag, meine ich. Auf Mallorca mache ich alles nach dem Lustprinzip. Hey, was ist mit dir? Hallo, sag doch auch mal was. Was willst du denn? Entschuldigung, wie heißt du nochmal? Sandra. Und deine Frage? Was nimmt die denn für Pillen? Sandra wollte nur wissen, was du willst. Das ist eine gute Frage. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier Air Berlin-Flug 2406 nach Palma de Mallorca. Wir sind hier am Ausgang D92 zum Einsteigen bereit. Aus Sicherheitsgründen schalten Sie bitte vorbelastet im Warteraum Ihre elektronischen Geräte, insbesondere Mobiltelefone, aus. Im Namen der Air Berlin wünschen wir nun einen angenehmen Flug und Wiedersehen hier in Hamburg. Lass uns zweimal zusammenhalten, ja? Wir sind doch in etwa einem Jahr lang, oder? Also Sandra meint, mit ihr und Bernd wäre schon alles gewohnt, aber jung sein ist nicht alles. Bist du auch interessiert? Keine Sorge, ich habe fürs Erste die Schnauze voll von Männern. Entschuldigung. Sind Sie okay? Kein Problem, ich drehe nur langsam durch. Haben wir uns nicht gerade geduzt? Stimmt. Irgendwie komisch, ne? Würdest du im Alltag auch gleich jeden duzen? Wir kennen uns doch gar nicht. Ich meine... Es ist okay. Ich habe auch keinen Bock auf künstliche Verbrüderung. Und auf Gruppenzwang schon gar nicht. Nein? Schön. Lass uns auch noch darauf anstoßen, dass wir uns gegenseitig in Ruhe lassen. Hm? Okay, von mir aus... Ich dachte schon, ich bin komisch. Nee, ist doch super. Wir tun einfach so, als würden wir uns mögen. Verlassen gemeinsam die Hotelanlage. Naja, und gehen dann unsere Wege. Und Ute und Sandra sind auch los. Ist das nicht ein bisschen viel Aufwand? Wenn ich allein sein will, dann sage ich das einfach. Täusch dich nicht. Sie sind hartnäckig. Ich kenne den Typ, Frau. Zu mir hat sie gesagt, sie will nichts von dem. Das macht doch. Setzen Sie sich einfach auf meinen Sitz und ich besorge Ihnen eine Serviette. Entschuldigen Sie? Verzeihen Sie mir, ich wollte Sie nicht erschrecken. Sie haben wohl geträumt. Kann man wohl sagen. Hoffentlich kein Albtraum. Ist der Platz noch frei? Ich meine was? Natürlich. Eine Dame hat den Tomatensaft über ihren Sitz verteilt. Da habe ich der armen Frau meinen angeboten. Hoffentlich störe ich Sie nicht so sehr. Ach was? Muss man eben zusammenrücken. Kommt ihr das an? Ich kann mich vorstellen, ich bin Bernd.
But if you feel more comfortable to speak in English, I mean, I released your accent. Schlafen Sie ruhig weiter. Ich werde Sie nicht mehr stören. Das wäre wunderbar. Ich brauche nur etwas Ruhe. Dann bin ich wieder wie neu. Ich bin sonst ganz anders. Hoffentlich nicht. Man sollte seinem Herzen folgen. Was? Habe ich etwas Falsches gesagt? Nein, es ist nur etwas merkwürdig, neben einem fremden Mann zu sitzen, der von Herzensangelegenheiten spricht. Ob Sie es glauben oder nicht, auch fremde Männer haben manchmal ein Herz. Und jetzt schlafen Sie gut. Und diesmal ohne Albtraum. Ja. Wie macht die das bloß? Ich meine, die sieht doch aus wie ein Keks, oder? Ist mindestens 30 und hat Kleidergröße 40. Warte. Hallo! Gute! Huhu. Max! Hallo! Max! Schön, Sie kennengelernt zu haben. Wo wohnen Sie denn? Privat. Und Ihnen schöne Ferien. Sie sehen aus, als können Sie es brauchen. Vielleicht wird das ja ein Traumurlaub. Hier ist vieles möglich. Sie entschuldigen mich. Bis bald. Wieso bis bald? Das ist so eine Floskel. Genau. Also mich würde viel eher interessieren, warum uns keiner abholt. Typisch Last Minute. Unseres Reiseveranstalters? Hast du deine Sorgen zu Hause? Ja. Uno momento, por favor, ja? So, jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Wenn ich so arbeiten würde, ja? Komm, lass mich mal. Dann wäre ich schon längst arbeitslos. Und eins kann ich dir sagen, die Taxirechnung zahlen die. Die kriegen was zu hören. Bitte, Senor, glauben Sie mir, ich bin sehr traurig. Wir haben Probleme. Es ist eingebrochen worden und ich bin ganz allein. Es ist noch keine Saison und ich konnte Sie unmöglich abholen. Ich serviere Ihnen später einen Begrüßungscocktail und die Taxirechnung natürlich, die übernehme ich. Ach, was, kein Problem. Ich meine, er kann sich ja auch nicht vierteilen. Dem hast du es aber gegeben. Aérea Asturia. Willkommen auf Mallorca. Kommissaria Asturia untersucht die Einbruchserie. Ich bin Ihre Assistentin. Sie wollen die Bungalows beziehen. Armando wird Ihnen alles erzählt haben, dass Fincas ausgeraubt werden, kennen wir. Aber hier waren Loco Bandidos am Werk, verrückte Banditen. Unbewohnte Bungalows zu überfallen. Besser, dass Sie noch nicht da waren. Bei diesen Verrückten muss man mit allem rechnen. Schließen Sie Tieren gut ab und genießen Sie Ihre Ferien. Adios. Adios, Armando. Ich zeige Ihnen dann Ihre Bungalows, ja? Also ich verstehe überhaupt nicht, wieso hier unbemerkt eingebrochen werden konnte. Ich war nicht hier. Sie sind die ersten Gäste der Saison. Wir machen eigentlich erst später auf, aber keine Angst, Sie kommen nicht zurück. Wie, ja? Die ersten Gäste? Es hieß doch, wir sollten sofort buchen, sonst wären alle Plätze weg. Wissen Sie, die Menschen sind komisch. Wenn man ihnen sagt, sie können etwas nicht bekommen, dann wollen sie es ganz besonders. Das ist ganz schön dreist. Jetzt lass doch den armen Armando. Der ist, ich meine, der ist wunderschön hier. Hey, hey, hey. Das ist okay, das mache ich, okay? Sie kriegen noch einen Begrüßungscocktail zusätzlich. Die Banditos waren wohl wütend, dass sie nichts gefunden haben. Oye, ¿y has encontrado algo por ahí? No, no he encontrado nada. Oye, sí. Vete, que sí. Vete a la parte más oscura. Busca con cuidado en el piso. Que sea por otro lado, tal vez. ¿Qué otro lado? ¿Atrás del hotel? Sí. Que buscar, creo, para el lado de la cocina.
Oh mein Gott. Was? Was ist? Ist alles in Ordnung? Ja, ja. Ich habe ihn nur erschreckt. Das war eine Ratte. Kein Problem. Ich kümmere mich drum. Sie kriegen noch einen Begrüßungscocktail, okay? Senor Bernau, hola. Was kann ich für Sie tun? Hey, die Küche ist leider noch nicht besetzt. Armando, warum komme ich in der Vorsaison so gerne zu Ihnen? Weil es dann die Tapas Ihrer Mutter gibt. Die besten der Insel. Luise. Gracias. Schau mal, wen wir da haben. Buenos dias. Buenos dias. Das ist ja eine Überraschung. Wie war Ihre erste Nacht? Haben Sie diesmal auch schöne Träume? Ging so. Max hat nebenan eine tolle Finca. Wir hatten doch einen Inselausflug geplant. Aber heute ist doch die Bootstour. Ist im Preis mit drin. Die werden Bernd und ich wohl verpassen. Da werden Sie sich wohl mit mir und Sandra begnügen müssen. Ich gehe nur noch schnell meine Sonnenmilch holen. Das wird leider nichts. Ich habe noch später einen Termin. Okay, dann beeilen wir uns. Sag mal, willst du dich nicht noch umziehen? Ich schwitze schon, wenn ich dich mal anschaue. Ich war auf Schweden eingestellt. Können wir dann? Hä? Ob wir dann können? Sofort. Ich muss noch mit Armando reden. Ich habe kein heißes Wasser in meinem Bad. Bis gleich, ja? Ist lecker. Ich hoffe, Ihnen gefällt Ihr Bungalow. Die Aussicht ist an einer Seite ein bisschen zugebaut. Aussicht ist schön. Aber Mallorca hat noch viel mehr zu bieten. Zum Beispiel gutes Essen. Ich lade Sie ein. Kocht Ihre Frau Spanisch? Vamos? Ja. Hasta luego. Schönen Tag noch. Unser Deal hat was für sich. Mhm, perfekte Tarnung. Und einen wundervollen Tag frei. Mach was draus. Ja, ja, du auch. Lars. Löschen. Caroline, ich bin's. Bist du schon niedergekommen? Von wegen Wale. Wohl. Nein, ich war gerade shoppen. Und sitze im schicken Bikini am Strand und schaue aufs Mittelmeer. Nee, ich hab's durchgezogen. Lars ist Geschichte. Nee. Er ist einfach ein Arsch. Mir geht's gut. Sehr sogar. Wenn du jetzt denkst, ich hätte sie nicht alle, dann müsstest du mal meine Reisegruppe sehen. Die haben wirklich einen Hau. Aber sind nett irgendwie. Männer? Das böse Wort. Obwohl, ich habe eine Sekunde geglaubt, mein Traummann sei aufgetaucht. Ich weiß, es gibt kein größeres Unglück, als seinem Traummann wirklich zu begegnen. Aber du musst dir auch keine Sorgen machen, der ist verheiratet. Soll ich dich mal ärgern? Ich leg jetzt auf und lasse meinen Alabasterkörper ins azurblaue Meer gleiten. Ist es frisch in Deutschland? Ich dich auch. Tschüss. All of the bad feelings are so clear. This is a rainbow that we've been praying for. Let it ride, ride, sunshiny day. Look at it now. Thank you.
geht es Ihnen? Frieren Sie? Nein, es geht schon. Langsam. Holen Sie sich aus, ich bin da. Einen Moment nur. Das ist der Kreislauf. Macht es Ihnen eigentlich Spaß, Frauen zu überfahren? Sie haben ja ganz kalte Füße. Aber nur für den Kreislauf. Warum auch immer? Soll ich Ihnen eigentlich jetzt ewige Rache schwören oder für die Lebensrettung danken? Ich hätte Sie lieber für als gegen mich. Wie kann ich das wieder gut machen? Sie haben doch vorhin etwas über die spanische Küche erzählt. Ertrinken macht mich immer so hungrig. Ja, aber heute Abend kann ich nicht. Ich muss einige Dinge mit Magen klären, aber morgen könnten wir ein Picknick machen. Ich kenne da eine ganz einsame Bucht. Maren? Meine Frau. Danke. Irgendwie sind Sie untypisch. Das mag ich an Ihnen. Soll ich Sie wieder retten? Andermal. Komm drauf zurück. Schon, ich sehe sie als Wasserleiche wieder. Wo kommen Sie denn jetzt her? Sie können doch unmöglich so lange im Wasser gewesen sein. Ich bin vor über einer Stunde benachrichtigt worden. Mit zurückgelassenen Taschen deutet sich oft die Überführung eines Ertrunkenen nach Deutschland an. Ich hatte... Im Sinnsaal. Ich hatte nur einen kleinen Zusammenstoß mit dem Boot. Mit dem da? Die Malen gehört Senior Werner. Wollen Sie Anzeige erstatten? Wieso? Er hat mich gerettet. So viel Glück hatte nicht jeder. Was heißt das? An dem Rumpf dieses Bootes klebt Blut. Entschuldigung, in Deutsch klingt das sehr pathetisch, aber wir Mallorquiner sind ein abergläubisches Völkchen. Manche denken, diese Yacht sei mit einem Flug belegt. Nach polizeilichen Fakten klingt es nicht gerade. Die gibt es auch nicht. Aber passen Sie auf sich auf. Sie sind zweimal in die Nähe der Gefahr geraten. Das dritte Mal könnte unangenehm enden. Wenn die Weisheiten meiner Großmutter Gott hat, sie selig etwas wert sind. Ja? Hallo, Bernd. Jetzt geht's mir besser. Entschuldige. Das ist schon komisch. Ich nerv dich hier mit meinem ganzen Traummann-Kram. Dabei konnte ich dich am Anfang überhaupt nicht leiden. Na, den mal Prost. Was hast du den ganzen Tag getrieben? Nicht so viel. Das stimmt doch nicht. Was ist los mit dir? Außer deiner Scheidung. Ich zahle dann mal, ja? Senor, la cuenta, por favor. So habe ich denn das. Mal her. Nee, nee, ist nur ein Reiseführer. Gib doch mal her. Ist ja nur ein Reiseführer. Jetzt mach nicht so Theater, nur weil du schwul bist. Ich sterbe. Das gibt's doch nicht. Bist du sicher, dass das war? Oh Mann, nur am schwulen Strand. Hey, nicht so laut. Wenn ihr das hört... Du hast ihn nicht angesprochen. Bist du verrückt? Ich hab doch noch nie. Noch nie. Ja, ich meine, mit einem Mann. Klar, ich hab immer gewusst, dass ich irgendwie... Aber ich hatte einfach Schiss. Du hast erst mal mit 19 geheiratet und mit 20 ein Kind nachgeschoben. Genau. Geholfen hat's auch nicht.
Sascha ist letzte Woche 18 geworden. Ich liebe ihn über alles. Aber jetzt bin ich dran. Ich meine, ich muss es einfach wissen, bevor ich 40 bin. Und Amanda ist so süß. Na, hat das junge Glück kein Zuhause? Und ich dachte schon, es wären wieder Einbrecher. Gute Nacht. Schlaf gut. Alors, Madame, si vous voulez? Scheint so, als hätten wir hier beide den Traum unserer schlaflosen Nächte gefunden. Kannst laut sagen, du. Weißt du was? Hm? Das ist ja kein Testlauf. Das ist unser Leben. Wir greifen morgen an. Ich werde 1000 Tode sterben, aber abgemacht. Schlaf gut, ja? Du auch. Träum was Schönes. Ja? Ja? Ach, Lars, was willst du? Das geht dich nichts an. Ich weiß, dass du das nicht böse meinst, aber... Nein, das reicht eben nicht. Hör zu, sei nicht sauer, aber ich leg jetzt auf. Sticky dream, 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 I dream of you. But you've gone, gone, gone. Yes, you've done, done, done something I can't do. Glaubst du nicht? Willst du mich umbringen? Entschuldigung, aber stell dir vor, ich habe Armando angesprochen. Und? Ich, ganz cooler Don Juan. Hey Baby, hast du heute was vor? Ich sehe es schon vor mir. Ach Quatsch, ich habe fast in die Hosen gemacht. Aber er hat mich eingeladen. Ich sage nur, Ibiza. Verrückte Leute, Partyboot. Hey, und das Beste? Wir übernachten an Bord. Schön für dich. Schade, ich dachte, wir machen was zusammen. Dir geht's nicht gut, ne? Wegen diesem Mr. Fantastic. Das Thema ist doch durch. Ich mach mich doch nicht zum Affen. Er hat doch alles. Haus, Geld, Boot, Frau. Kein Platz für Luise. Nee, Moment mal. Mit Liebeskummer lasse ich dich nicht alleine. Senorita, wollen Sie mit mir nach Ibiza? Nein, du wirst bald 40. Und hast schließlich noch was vor. Das werde ich dir nicht mit meiner Laune verderben. Hau ab! Mir fällt schon was ein. Puedes probarte si quieres, eh? Es vidrio reciclado y es hecho a mano. Hay muchos colores, medidas.
Kriegst du sie nur noch ohnmächtig zu Gesicht? Sind sie eigentlich überall? Was wollen sie denn von mir? Lassen sie mich in Ruhe. Sie tun mir nicht gut. Das ist ja gar nicht so einfach. Sie wissen ja, mein Herz will, dass ich ihm folge. Habe ich mir doch gedacht. Der gehört einfach in Ihre Hand. Hören Sie auf. Lassen Sie mich. Wenn Sie wirklich nichts von mir wissen wollen, dann kommen Sie heute Abend auf keinen Fall ins Sabaco. Ich denke nicht mal daran. Schon, sie kommen nicht mehr. Ich wollte Ihnen nur Ihre Jacke wiedergeben. Und den Ring auch. Gefällt er Ihnen nicht mehr? Vielleicht gefällt er Ihrer Frau. Meine Frau? Ja. Wir werden uns finden. Scheint ja ansteckend zu sein. Sie auch? Ja. Ihr Mann muss ein Idiot sein. Ich wollte eigentlich gleich wieder gehen. Ich hab mich in dich verliebt, Luis. Hör auf. Es geht gar nicht. Wir passen nicht zusammen. Nein. Langsam, langsam. Wir haben die ganze Nacht Zeit. Einen besonderen Ort für eine besondere Frau. Ich glaube, ich träume. Hören Sie mich, Frau Bernau. Hören Sie mich. Reden Sie mit mir. Welcher Tag ist heute? Wie ist Ihr Vorname? Was fehlt Ihnen denn? Reden Sie mit mir. Max. Ganz ruhig. Ich hole Hilfe, ja? Nee, nicht. Was mache ich denn nur?
Max, ruf mich bitte an. Es ist was Schreckliches passiert. Bis gleich. Wäre mir auch lieber. Meine Großmutter würde nicht so oft recht behalten. Man soll das Glück nicht überstrapazieren. Jetzt haben Sie sich zum dritten Mal in Schwierigkeiten gebracht. Und diesmal geht es nicht gut aus. Was? Worüber reden Sie überhaupt? Signore Bernau ist tot. Ich weiß, ich war ja dabei. Wissen Sie, deswegen bräuchte ich jetzt Ihren Reisepass, Ihr Flugticket, eine Formalität. Das war kein einfacher Raubüberfall. Sie müssen sich mal die Finca ansehen. Die haben etwas Bestimmtes gesucht. Sogar der Garten ist umgegraben. Der Garten? Was habe ich damit zu tun? Ach, alles nur Zufall. Ich verstehe. Schicksal, was? No, vom ersten Moment an wusste ich, dass Sie mir noch Arbeit machen. Hat das auch Ihre Großmutter gesteckt? Ich rede nicht gerne darüber. Aber glauben Sie mir, an meiner Dienststelle habe ich Mitarbeiter, die deutlich weniger zur Verbrechensbekämpfung beitragen als meine selige Großmutter. Langsam werde ich irre. Wissen Sie, das Übliche, Sie wissen schon. Wo waren Sie zur Tatzeit? Hätten Sie ein Motiv? Obwohl, das kenne ich ja schon. Jetzt habe ich den Faden verloren. Stopp, wieso Motiv? Vielleicht habe ich Ihre Freundinnen einfach falsch verstanden. Ute und Sandra. Wahrscheinlich sind sie gar nicht in Senior Bernau verliebt. Sonst wäre ja Senora Bernau, wie sagt man auf Deutsch, eine Konkurrentin gewesen. Ach, das wollte ich sagen. Morgen um 15 Uhr in meinem Büro. Gönnen Sie sich etwas Sonne. Sie sehen blass aus. Max, na endlich. Bitte komm mit raus. Luis, was bitte ist? Komm, bitte. Was ist denn? Wir dürfen nicht zusammen gesehen werden. Die Kommissarin, die verdächtigt mich. Ute und Sandra, die haben gequatscht. Ich möchte dich so gerne anfassen. Ich kann dir doch nicht sagen, dass wir die ganze Nacht zusammen waren. Wie klingt denn das? Wie ein abgekartetes Spiel zwischen Ehemann und Geliebter. Dieser Valeria Astoria hat meinen Mailbox schon voll gequatscht. Und ich mache mich ja verdächtig. Ich muss mich jetzt bei der melden. Deine Frau, die ist in meinen Arm gestorben. Sie hat sicher an dich gedacht, sie hat deinen Namen gesagt. Und irgendwas von Elba. Ich glaube, ich habe eine Idee für unser Alibi. Hola. Hallo. Wie war's? Ist was? Vale, wir sehen uns im Hotel, okay? Hörst du mir? Puh. Okay, ich mach's. Ich gebe euch ein Alibi. Aber Schiss habe ich schon ein bisschen dabei. Max, was ist denn los? Warum rufst du mich nicht zurück? Warst du bei der Polizei? Bist du zu Hause? Ruf mich doch zurück. Ich denke an dich. Thank you.
Kind, jetzt mache ich mir nicht mehr so viele Sorgen um dich. Auch wenn es mir schwerfällt zu glauben, dass Max sich geändert hat. Er trägt dich auf Händen. Das wäre schön. Oder willst du deine alte Tante nur beruhigen? Auf jeden Fall ist es sicher richtig, dass du nicht mehr dauernd Elba vor dir siehst. Schon wieder Elba? Von einer Schiffsreise würde ich dir aber abraten. Du bist noch nicht so weit. Ich vermisse dich. In Liebe, Nora. So, so, Sie haben also einen Bootstour zu dritt gemacht. Sie und die Herren Bernd Karlmann und Max Perlmann. Genau. Das müssen die beiden ja auch bestätigt haben. Haben sie. Senior Bernhard steht offiziell auch nicht mehr unter Verdacht. Scheint wohl ein Raubmord gewesen zu sein. Das ist übrigens meine Großmutter. Vielleicht treffen ihre Weisheiten ja doch nicht immer zu. Nur zu könnte wichtig sein. Unwichtig. Manchmal mit Verspätung oder sie will mich ärgern. Meine Großmutter, wir sprachen gerade von ihr. Ich war an ihrem Geburtstag nicht auf dem Friedhof. Wie dem auch sei, irgendwie verlässt mich das Gefühl nicht, dass sie und ich noch nicht am Ende sind. Sie verlassen uns schon bald? Ja, sicher. Ich nehme die nächste Maschine nach Hamburg. Da hat sie doch nicht alle. Ich behalte dich im Herzen. Es war schön mit dir, Max. Moment. Also, wenn du die Scheiße packst, dann aber auch gleich beidhändig. Kein normaler Mensch beendet eine Affäre per SMS. Ich habe hier was für dich. Immobilienmakler heiratet Millionenerbin. Oder Seitensprung in den Flitterwochen. Vor allen Dingen hier. Max Bernau bei der Beerdigung seiner Schwiegereltern, die während eines Mittelmeertrips ertrunken sind. Wo sind die ertrunken? Etwa vor Elba? Wie kommst du denn darauf? Auf Mallorca natürlich. Oh, Gott sei Dank. Caroline, ich bin Max' Alibi. Ich war mit Max zusammen, während seine Frau Maren... Na, wie praktisch. Für Bernau. Und nun? Wirst du ihn wiedersehen? Ich habe sowas noch nie erlebt. Das war wirklich wie im Traum. Nein, will ich nicht. Vielleicht. Ich werde ihn auf keinen Fall wiedersehen. Gib mir, Tiger und ich vermissen dich. Wann dürfen wir zurück nach Haus? Hör mal zu, lass. Oh, oh. Aua! Mann! Mein Auge. Ach, ist Quatsch.
Quatsch, das ist nicht mal eine Schramme. Wo kommst du nur her? Wieso? Ich hab geputzt, die Blumen gebracht. Dann bin ich auf dem Sofa eingepennt. Du kannst hier nicht mehr einpennen. Komm, rück den Schlüssel raus. Nee. Doch, hopp, hopp. Jetzt mach's mir nicht noch schwerer. Das fällt dir also schwer. Sieh ich aus wie ein Kühlschrank? Nein, du siehst gut aus. Das ist kein Grund, sich derart zu freuen. Dass das bei euch Männern so einfach ist? Nur bei dir. Ja, toll. Das muss mir in den letzten Jahren entgangen sein. Hau jetzt ab, ja? Ich hole morgen Tiger in deiner Werkstatt ab. Ich bereue es sicher gleich, aber kannst du mich kurz in den Arm nehmen? Das wäre ihr Preis gewesen. Was machst du denn hier? Das ist ja ein Zufall. Ich war joggen und hab gerade sein Haus entdeckt. Die Welt ist ein Dorf und Hamburg sowieso. Sei mir nicht böse, aber ich kann dich nicht reinbetten. Das wäre auch nicht gut. Wir passen einfach nicht zusammen. Klar. Folge deinem Herzen ist out. Glaub mir, das wäre ein Fehler. Schon wieder angezogen? Und du? Hast gekocht? Al dente war vor 5 Minuten. War ich gekocht? Was für ein Bild hast du eigentlich von mir? Oh, das wüsste ich auch gern. Es scheint 2 Max-Bänder auszugeben. Ich würde ja gern den von der Insel wieder treffen. Ich auch. Es ist viel passiert, was erwartest du? Auf jeden Fall keine lapidare SMS. Entschuldige bitte. Es ist komisch. Was? Wie wir miteinander reden. Du bist so normal. Deswegen mag ich dich so. Tolles Kompliment. Du magst mich, weil ich so normal und durchschnittlich bin. Du kennst mich überhaupt nicht. Ich lieb dich nicht. Ich sollte auch nicht hier sein. Im Morgenmantel deiner Frau.
Wo bleibst du? Moment noch. Was machst du denn da? Ich gehe. Du hast recht, Phil. Es würde nicht gut gehen mit uns. Ich finde, es ging sogar sehr gut. Ja. Louise? Was ist denn los? Ich tue dir ja nichts. Ich bin ein bisschen durcheinander. Lass mich raus, ja? Ich mache uns erst mal was zu trinken. Nein! Wenn du jetzt nicht die Tür aufschließt, dann schrei ich. Lass mich raus! Alles in Ordnung. Sagen Sie mal, vor Ihrem Urlaub waren Sie aber zartfühlender. Entschuldigung. Das galt nicht Ihnen. Sandra, was will die denn? Kann ich einmal im Leben was glatt gehen? Blute. Was machst denn du hier? Ich dachte, weil du doch die Katze abholen wolltest und dann dachte ich, ja, und dann bin ich auf der Treppe eingenickt. Du blutest. Ich glaub bloß nicht, dass ich dich jetzt reinlasse. Mir wird schlecht. Louise, Max hier. Lass mich laufen. Ich habe schon sowas gedacht. Das ist vielleicht besser so. Ich würde unser Essen gerne wiederholen. Mir wird gerade einiges klar. Melde dich. Ich denke an dich. Liebst du ihn? Weiß ich nicht. Und was ist mit uns? Weiß ich auch nicht. Soll ich gehen? Ist dir nicht mehr schlecht? Mehr als du dir vorstellen kannst. Sei nicht böse, wenn ich einschlafe. Hey Louise, viele Grüße von Sandra. Ich habe gedacht, ich schicke dir mal ein paar Highlights von unserem wunderbaren Mallorca-Urlaub. Und hier ist mein ganz persönliches Highlight, wie du grün im Gesicht auf dem Weg zu diesem wunderbaren Berg bist, den wir leider nie gesehen haben, weil wir alle 20 Minuten anhalten mussten, damit du endlich kotzen kannst. Guck mal, wie schlecht dir da war an dem Tag. Als wir dich dann abgesetzt haben, waren wir auf diesem wunderschönen, antiken Markt in der Innenstadt, auf dem Ute wiederum verzweifelt versuchte, endlich einen Mann abzubekommen, was immer noch nicht geklappt hat. Tja, ja, dir mal la douce für Arme. Ugh.
Schwein, Mistkerl. Alles muss man alleine machen. Du wolltest es doch so. Ich bin ja bei dir. Gott sei Dank. Jetzt erzähl aber erstmal weiter. Komm, das gibt jetzt Wichtigeres. Max ist irgendwie... Sie kommt. Atmen. Nee, erzähl mir lieber irgendwas, was Normales aus dem Leben, irgendwas. Atmen. Ich bin überhaupt nicht schwanger. Ich gehe gleich nach Hause. Klar. Okay, klar. Rede bitte. Lenk mich ab. Irgendwas. Atmen. Mann! Was ist denn jetzt mit deinem Millionär? Der ist ziemlich extrem. Ich habe ein bisschen Angst vor ihm. Vielleicht solltest du mal irgendjemanden ausquetschen, der ihn gut kennt. Aus der Familie zum Beispiel. Das stimmt. Vielleicht Marans Tante. Was ist das denn jetzt? Ganz ruhig. Oh. Mach dir keine Sorgen, das ist das Fruchtwasser. No. Es geht jetzt los. Okay. Ja. Leg dich auf den Boden. No. Du bist ja wieder typisch. Ich laufe aus und du schmeißt mich mit deinem Liebeskummer vor. Atmen, es kann eine Schwangerschaftsgeburt geben. Ich hol den Arzt, ja? Ja, stürzen wie ein Pudding einfach raus und... Gut. Schlaf schön, meine Kleine. Das ist so süß. Das hast du wunderbar hingekriegt. Kann ich dir die klauen? Von wegen, das musst du schon schön selber machen. Und mit wem? Lasi-Hasi oder dem Millionär? Braucht man wirklich einen Mann dazu? Geht's nicht mit Flugsamen? Pass mit Max Bernau auf. Der ist nicht ohne. Es kann schon sein. Aber ich muss das genau wissen. Sonst komme ich nie von dem los. Lieber Lars, es hat mir gut getan, dass du heute Nacht da warst. Es war so vertraut. Ich muss mir über einiges klar werden. Es kann sein, dass ich für ein paar Tage nicht auftauche. Kümmerst du dich um Tiger? Und Caroline? Und Caroline. Ihre Kleine ist so süß. Wenn ich zurückkomme, haben wir beide Klarheit. Ruf mich nicht an. Ich will dir nicht wehtun. Luise. Hallo? Kalja Jelpedem. Entschuldigen Sie, ich spreche kein Dänisch. Sind Sie Journalistin? Nein. Ich habe Ihre Nichte auf Mallorca kennengelernt. Das ist etwas anderes. Aus Deutschland kommen meistens Leute von der Zeitung. So. Wie geht es, Maren? Es ist etwas passiert. Das sehe ich Ihnen an. Das tut mir leid. Ich dachte, Sie wüssten es längst. Geht's wieder? Wissen Sie, Maren hatte kein Talent zum Glück. Sie war eigentlich immer traurig. Dabei war sie ein so guter Mensch. Sie ist ertrunken, oder? Nein, es war wohl ein Raubüberfall. Tja, das ist das richtige Wort. Wie meinen Sie das? Kennen Sie ihn? Max Bernau? Flüchtig. Er ist ein Teufel. Er hat ein Herz aus Eis. Und diese schrecklichen, kalten Augen. Frau Svensson, ich glaube... Sind Sie auch auf ihn reingefallen? Als er in unsere Familie reingeheiratet hat, war er niemand. Er hat meinen Neffen Albert und seine liebe Frau auf dem Gewissen, Marens Eltern. Ein Badeunfall. Dass ich nicht lache. Sie waren auf der Elba quasi zu Hause. Gibt es dafür Beweise? Oh, Max ist alles, aber nicht dumm. Angeblich ist die Badeleiter damals über Bord gegangen, als Marens Eltern im Meer schwammen. Sie sind ertrunken.
während sie die ganze Zeit ihr eigenes Schiff vor Augen hatten. An der Badeleiter ist natürlich manipuliert worden, aber wie soll man das beweisen? Frau Svensson, kann ich irgendwas für Sie tun? Tja. Bleiben Sie heute Nacht bitte bei mir. Was soll ich tun? Ich liebe den Mörder meiner Eltern. Wie kann ich nur mit ihm schlafen? Endlich habe ich ihn in der Hand. Ein Videoband mit seinem Geständnis. Wäre er nicht so betrunken gewesen, er hätte mich umgebracht. Ich mache mir nichts vor, er wird es nachholen, wenn er das Band gefunden hat. Und es wird eine Erlösung sein. Aber bis dahin kann er mich nicht verlassen. Er denkt, das Video wäre im Garten vergraben oder im Haus. Wenn er wüsste, wie nah das Zeugnis seines wahren Charakters ist. Quasi unter seinem Hintern. Auf seiner geliebten Yacht Elba, die jetzt wie zum Hohen Maren heißt. Oder war es doch eine Liebesbekundung? Ich möchte ihm so gern glauben. Ich liebe ihn. Ich hasse ihn. Lieber tot als ohne ihn. Ich bin verloren. Ich besuch Sie bald wieder. Versprochen. Ich bin froh, dass Marin Sie noch kennengelernt hat. Sie waren bestimmt ein großer Trost für Sie. Sie waren ja eine Stütze da. Da bin ich mir sicher. Du bist ja eine Süße. Da könnte ich ja fast auf dumme Gedanken kommen. Und? Wie findest du mich als Papa? Aber wenn du nicht endlich mal Gas gibst und ob noch mal eine... Mal im Ernst, Lars, ich mach mir Sorgen um Luise. Die verrennt sich gerade in irgendwas und ich habe das Gefühl, das kann richtig gefährlich werden. Was ist denn eigentlich los? Weißt du, wo sie ist? Okay, ich sag dir, was ich weiß, aber das Puzzle musst du dann schon selber zusammensetzen. Das fing alles mit dieser Mallorca-Reise an und es würde mich nicht wundern, wenn sie genau in diesem Moment dahin unterwegs ist. Hallo? Hallo? Entschuldigung. Ja. Luise, hi. Luise. Hallo. Hi. Geht's gut? Und seit wann ist Bernau wieder da? Seit gestern. Aber lässt sich kaum noch blicken. Wirkt irgendwie nervös. Rudelt ständig im Garten rum. Ja, soll er mal. Ich brauche deine Hilfe. Wenn ich nicht wiederkomme, dann gibst du das Valeria Asturia. Aha. Was hast du denn vor? Musst du mir Sorgen machen? Nein. Du hast auch getan, was du tun musstest. Hast deinen Job gekündigt, hast deine Frau verlassen, dich hier auf ein unsicheres Abenteuer eingelassen. Und? War auch nicht vernünftig. Aber richtig. Weil du gar nicht anders konntest. So geht's mir auch. Ich muss dieses Schwein höchstpersönlich überführen. Das bin ich Maren schuldig. Und mir auch. Weißt du denn schon, wo du suchen musst? Allerdings.
sitzt förmlich drauf. Überraschung. Gracias, gracias. Lars? Bernd? Hi, ich bin froh, dass du da bist. Hallo. Ich habe eben die Polizei verständigt. Ich wollte gerade dahin fahren. Luis ist eindeutig zu lange weg. Da stimmt was nicht. Von mir aus können wir unser Wiedersehen auch immer Abaco feiern. Du hast doch gesagt, du willst den Typen von der Bucht wieder treffen. Nach deinem schnellen Abschied in Hamburg hätte ich nicht mehr mit dir gerechnet. Warum hattest du es denn so eilig? Die Nudeln waren einfach scheußlich. Immerhin hast du deinen Humor noch nicht verloren. Ich weiß. Alles. Was? Ich weiß alles. Alles? Ich frage mich, ob ich dir vertrauen kann. Warum wäre ich sonst freiwillig hier? Überleg doch mal. Ich hätte auch zur Polizei gehen können. Zur Polizei. Ohne Beweise. Komm, gib's mir. Komm. Also, deswegen bist du hier? Fast wäre ich auf dich reingefallen. Willst du mich jetzt auch umbringen? Hallo. Hallo. Sie können nicht mitkommen. Das ist kein Ausflug. Ich melde mich, wenn ich Sie gefunden habe. Aber ich muss mit. Er muss mit. Ringer. Sie bleiben. Danke. No, perdón, usted. Schade. Eigentlich sind wir das perfekte Team. Ich habe dich schon mal gerettet. Wenn ich Bernd nicht zu der Falschaussage überredet hätte, dann wärst du längst aufgeflogen. Zusammen könnten wir alles erreichen. Noch einen Badeunfall wird dir Valeria nie abkaufen. Da hast du recht. Aber wir müssen nichts überstürzen. Vielleicht passiert in der Bucht ein tragischer Unfall. Der Kreis würde sich schließen. Immerhin hast du dort deine schönsten Stunden genossen. Ja, es war schön. Aber nicht perfekt. Was willst du damit sagen? Es hat dir nicht gefallen. Netter Versuch. Aber ich hab's in deinem Gesicht gesehen. Ich kenne meine Qualitäten. Und genau darauf beschränken sich deine Qualitäten auch. Du bist nichts weiter als eine Mogelpackung. Es ist eine schöne Schale, aber sie ist leider innen hohl. Weißt du was? Was? Ich frage mich, was aus dir geworden wäre ohne Marens Geld. Gebrauchtwagenhändler? Versicherungsvertreter?
Hoffentlich sind sie in der Bucht. Das Meer ist groß. Wir können uns keinen Fehler leisten. Ich wollte dir nicht wehtun. Warum bist du nicht in Hamburg geblieben? Weil ich meinem Herzen gefolgt bin. Wie stellst du dir das vor? So. Eltern umgekommen? Du bist so ein kleines Schwein. Maren hat dich geliebt und du bezahlst jemanden, damit er sie umbringt. Louise! Soll ich dir helfen? Wieso eigentlich? Hilf mir! Du hast mich da auch nur benutzt. Bitte! Senor Werner. Er ist ertrunken. Louise. Lars. ¿Qué esperas? Necesito una invitación especial. Weißt du was? Ich nehme dich jetzt mit nach Hause. Ich weiß überhaupt nicht, was ist. Bin schuld, dass er ertrunken ist. Kann er jetzt nicht einfach mit dir wieder zusammen sein? Brauchen wir ja einfach ein bisschen Zeit. Ich kann warten.
bin nicht tot. Du bist ein Held. Du hast mir das Leben gerettet. Kein normaler Mensch schmeißt sich in einen Schuss. Aber du. Bleibst du jetzt bei mir? Schlaf jetzt. Wenn du aufwachst, dann bin ich da. Und jetzt sag du noch mal, es ist nicht aufregend mit mir. Es freut mich, dass wir uns nicht ganz vergessen haben. Das dürfte mir wohl schwerfallen. So kann es gehen. Jetzt habt ihr euch die Pfanneisen anlegen lassen und ich bin immer noch alleinerziehend. Pfanneisen. Danke für das Geschenk. Gerne. Damit man so alles Geld machen kann. Neidisch? Mhm. Schön, dass ihr eure Flitter auch hier verbringt. So haben wir wenigstens auch was von der Familie. Apropos Familie, sag mal, die Kinder sind so ruhig. Gehst du gucken? Du, ich kann nicht. Das Wetter schlägt um und meine Narbe tut mir wieder so weh. Mein Held. Also meine Kleine meldet sich schon, wenn sie irgendwas Valeria, was wird eigentlich aus der Finca von Senor Bernal? Die steht ja schon 4 Jahre leer. Die einzige lebende Verwandte, eine Tante aus Dänemark, lehnt das Erbe ab. Aber wenn ich meine Großmutter, Gott hab sie selig, glauben darf, taucht bald ein mysteriöser Universalerbe auf. Julius? Sag mal, was machst du da mit Pauline? Mach doch nur Spaß, Mama! Kind, jetzt mache ich mir nicht mehr so viele Sorgen um dich. Auch wenn es mir schwerfällt zu glauben, dass Max sich geändert hat. Er trägt dich auf Händen. Das wäre schön. Oder willst du deine alte Tante nur beruhigen? Auf jeden Fall ist es sicher richtig, dass du nicht mehr dauernd Elba vor dir siehst. Schon wieder Elba? Von einer Schiffsreise würde ich dir aber abraten. Du bist noch nicht so weit. Ich vermisse dich. In Liebe, Nora. So, Sie haben also einen Bootstour zu dritt gemacht. Sie und die Herren Bernd Karmann und Max Bernau. Genau. Das müssen die beiden ja auch bestätigt haben. Haben sie. Senior Bernau steht offiziell auch nicht mehr unter Verdacht. Scheint wohl ein Raubmord gewesen zu sein. Das ist übrigens meine Großmutter. Vielleicht treffen ihre Weisheiten ja doch nicht immer zu. Nur zu könnte wichtig sein. Unwichtig. Manchmal mit Verspätung oder sie will mich ärgern. Meine Großmutter, wir sprachen gerade von ihr. Ich war an ihrem Geburtstag nicht auf dem Friedhof. Wie dem auch sei, irgendwie verlässt mich das Gefühl nicht, dass sie und ich noch nicht am Ende sind. Sie verlassen uns schon bald? Ja, sicher. Ich nehme die nächste Maschine nach Hamburg.
mal, da hat sie doch nicht alle. Ich behalte dich im Herzen. Es war schön mit dir, Max. Moment. Also, wenn du die Scheiße packst, dann aber auch gleich beidhändig. Kein normaler Mensch beendet eine Affäre per SMS. Wir müssen, damit du endlich kotzen kannst. Guck mal, wie schlecht dir da war an dem Tag. Als wir dich dann abgesetzt haben, waren wir auf diesem wunderschönen antiken Markt in der Innenstadt, auf dem Ute wiederum verzweifelt versuchte, endlich einen Mann abzubekommen, was immer noch nicht geklappt hat. Tja, ja, die Irma Ladus verarmen. Schwein, Mistkerl. Alles muss man alleine machen. Du wolltest es doch so. Ich bin ja bei dir. Gott sei Dank. Jetzt erzähl aber erstmal weiter. Komm, das gibt jetzt Wichtigeres. Ich. Max ist irgendwie. Sie kommt. Sie kommt. Oh! Oh! Atmen. Oh! Nee, erzähl mir lieber irgendwas, was normal ist, aus dem Leben. Irgendwas. Atmen, atmen, ja. Atmen. Ich bin überhaupt nicht schwanger. Ich gehe gleich nach Hause. Klar. Okay, klar. Rede bitte. Lenk mich ab. Irgendwas. Atmen. Mann! Was ist denn jetzt mit deinem Millionär? Der ist ziemlich extrem. Ich habe ein bisschen Angst vor ihm. Vielleicht solltest du mal irgendjemanden ausquetschen, der ihn gut kennt. Aus der Familie zum Beispiel. Das stimmt. Vielleicht Marens Tante. Was ist das denn jetzt? Ganz ruhig. Oh. Mach dir keine Sorgen, das ist das Fruchtwasser. No. Es geht jetzt los. Okay. Ja. Leg dich auf den Boden. Oh. Das ist ja wieder typisch. Ich laufe aus und du. Oh, schmeiß mich mit deinem Liebeskummer voll. Atmen, es kann eine Schwangerschaftsgeburt geben. Ich hol den Arzt, ja? Ja, stürzen wir den Pudding einfach raus und. Gut. Schlaf schön, meine Kleine. Das ist so süß. Das hast du wunderbar hingekriegt. Kann ich dir die klauen? Von wegen, das musst du schon schön selber machen. Und mit wem? Lasi-Hasi oder dem Millionär? Braucht man wirklich einen Mann dazu? Geht's nicht mit Flugsamen? Pass mit Max Bernau auf. Der ist nicht ohne. Das kann schon sein. Aber ich muss das genau wissen. Sonst komme ich nie von dem los. Warum? Nein, will ich nicht. Vielleicht. Ich werde ihn auf keinen Fall wiedersehen. Gib mir, Tiger und ich vermissen dich. Wann dürfen wir zurück nach Haus? Hör mal zu, lass. Oh, oh. Aua! Mann! Mein Auge. Ach, das Quatsch, das ist nicht mal eine Schramme. Wo kommst du nur her? Wieso? Ich hab geputzt, die Blumen gebracht. Dann bin ich auf dem Sofa eingepennt.
Du kannst hier nicht mehr einpennen. Komm, rück den Schlüssel raus. Nee. Doch, hopp, hopp. Jetzt mach's mir nicht noch schwerer. Das fällt dir also schwer. Sieh ich aus wie ein Kühlschrank? Nein, du siehst gut aus. Das ist kein Grund, sich derart zu freuen. Dass das bei euch Männern so einfach ist? Nur bei dir. Ja, toll. Das muss mir in den letzten Jahren entgangen sein. Hau jetzt ab, ja? Ich hole morgen Tiger in deiner Werkstatt ab. Ich bereue es dich ja gleich, aber kannst du mich kurz in den Arm nehmen? Netter Versuch. Aber ich hab's in deinem Gesicht gesehen. Ich kenne meine Qualitäten. Und genau darauf beschränken sich deine Qualitäten auch. Du bist nichts weiter als eine Mogelpackung. Es ist eine schöne Schale, aber sie ist leider innen hohl. Weißt du was? Was? Ich frage mich, was aus dir geworden wäre ohne Marens Geld. Gebrauchtwagenhändler? Versicherungsvertreter? Oh. Hoffentlich sind sie in der Bucht. Das Meer ist groß, wir können uns keinen Fehler leisten. Ich wollte dir nicht wehtun. Warum bist du nicht in Hamburg geblieben? Weil ich meinem Herzen gefolgt bin. Wie stellst du dir das vor? So. Eltern umgekommen? Du bist so ein kleines Mistschwein. Maren hat dich geliebt und du bezahlst jemanden, damit er sie umbringt. Louise! Soll ich dir helfen? Wieso eigentlich? Hilf mir! Du hast mich doch auch nur benutzt. Bitte!
Louise? Wo bleibst du? Moment noch. Was machst du denn da? Ich gehe. Du hast recht, Phil. Es würde nicht gut gehen mit uns. Ich finde, es ging sogar sehr gut. Ja. Louise? Was ist denn los? Ich tue dir da nichts. Ich bin ein bisschen durcheinander. Lass mich raus, ja? Ich mache uns erst mal was zu trinken. Nein! Wenn du jetzt nicht die Tür aufschließt, dann schrei ich. Lass mich raus! Alles in Ordnung. Sagen Sie mal, vor Ihrem Urlaub waren Sie aber zartfühlender. Entschuldigung. Das galt nicht Ihnen. Sandra, was will die denn? Kann ich einmal im Leben was glatt gehen? Blute. Was machst du hier? Ich dachte, weil du doch die Katze abholen wolltest und dann dachte ich... Louise, Max hier. Lass mich laufen. Ich habe schon sowas gedacht. Das ist vielleicht besser so. Ich würde unser Essen gerne wiederholen. Mir wird gerade einiges klar. Melde dich. Ich denke an dich. Liebst du ihn? Weiß ich nicht. Und was ist mit uns? Weiß ich auch nicht. Soll ich gehen? Ist dir nicht mehr schlecht? Mehr, als du dir vorstellen kannst. Sei nicht böse, wenn ich einschlafe. Grüße von Sandra. Ich habe gedacht, ich schicke dir mal ein paar Highlights von unserem wunderbaren Mallorca-Urlaub. Und hier ist mein ganz persönliches Highlight, wie du grün im Gesicht auf dem Weg zu diesem wunderbaren Berg bist, den wir leider nie gesehen haben, weil wir alle 20 Minuten anhalten mussten, damit du endlich kotzen kannst. Guck mal, wie schlecht dir da war an dem Tag. Als wir dich dann abgesetzt haben, waren wir auf diesem wunderschönen antiken Markt in der Innenstadt, auf dem Ute wiederum verzweifelt versuchte, endlich einen Mann abzubekommen, was immer noch nicht geklappt hat. Tja, ja, die Irma Ladus verarmen. Schwein, Mistkerl. Alles muss man alleine machen. Du wolltest es doch so. Ich bin ja bei dir. Gott sei Dank. Jetzt erzähl aber erstmal weiter. Komm, das gibt jetzt Wichtigeres. Max ist irgendwie... Sie kommt. Sie kommt.
Atmen. Nee, erzähl mir lieber irgendwas, was normal ist aus dem Leben, irgendwas. Atmen. Ich bin überhaupt nicht schwanger. Aber ohne deinen siamesischen Zwilling. Und dann besprechen wir mal einiges. Aber nicht zu Hause, wir gehen in eine Bar. Sonst pennst du ja eh gleich ein. Coole Idee. Ich lieb dich. Du mich auch. Nicht einfach auflegen. Wer bin ich denn? Beeil dich, wir sind zu spät. Komm. Colin, jetzt renn doch nicht so. Ich hab's doch nicht so gemein. Ihr werdet's noch zeigen. Meine Freundin Luise nennt mich alte Betulie. Komm, überhaupt Betulie? Was ist denn das für ein Wort? Alt habe ich überhaupt nicht gesagt. Aber so gemeint. Und langweilig werde ich auch nicht. Rede ich etwa von Windeln? Schwangerschaftsgymnastik? Nein, das tue ich nicht. Oh. Entschuldige bitte. Nein, überhaupt nicht. Ist geschenkt. Ich bin ja gut gepolstert. Also, was? Ich will dich als Freundin nicht verlieren. Komm. Du weißt, die verrücktesten Weiber, die wären nach ihrem ersten Wurf, wären die betulich. Ja, genau. Mhm. Wir waren auch schon ewig nicht mehr auf der Piste. Hör mal zu. Du weißt doch, wie das ist. Männer, die kommen und die gehen. Aber die Caroline, die bleibt. Ich hab sie alle überlebt. Und heute Abend tobst du dich mal so richtig aus. Du bleibst ja auch nicht ewig frisch. Vielen Dank. Wie läuft's eigentlich mit Lars? Lars? Mhm. Lars. Ach, der Lars! Ah. Der gleiche Lebensgefährte. Ich glaube, es geht dem Ende entgegen. Oh, was willst du nun? Ein draufmachen oder rumheulen? Von Lars trennst du dich seit 2 Jahren schon endgültig. Das kommt bei Aldi, es geht gleich los. Was geht los? Das ist wirklich ein Knall. Jetzt gehe ich mit dir in so einen Bumsladen. Einfach falsch verstanden. Ute und Sandra. Wahrscheinlich sind sie gar nicht in Senior Bernal verliebt. Sonst wäre ja Senior Bernal, wie sagt man auf Deutsch, eine Konkurrentin gewesen. Ach, das wollte ich sagen. Morgen um 15 Uhr in meinem Büro. Gönnen Sie sich etwas Sonne. Sie sehen blass aus. Max, na endlich. Bitte komm mit raus. Luise, was bitte ist? Komm, bitte. Was ist denn? Wir dürfen nicht zusammen gesehen werden. Die Kommissarin, die verdächtigt mich. Ute und Sandra, die haben gequatscht. Ich möchte dich so gerne anfassen. Ich kann dir doch nicht sagen, dass wir die ganze Nacht zusammen waren. Wie klingt denn das? Wie ein abgekartetes Spiel zwischen Ehemann und Geliebter. Dieser Valeria Astoria hat meinen Mailbox schon voll gequatscht. Und ich mach mich ja verdächtig. Ich muss mich jetzt bei der melden. Deine Frau, die ist in meinen Arm gestorben. Sie hat sicher an dich gedacht, sie hat deinen Namen gesagt. Und irgendwas von Elba. Ich glaube, ich habe eine Idee für unser Alibi.
Hola. Hallo. Wie war's? Ist was? Vale, wir sehen uns im Hotel, okay? Hilfst du mir? Puh. Okay, ich mach's. Ich gebe euch ein Alibi. Aber Schiss habe ich schon ein bisschen dabei. Max, was ist denn los? Warum rufst du mich nicht zurück? Warst du bei der Polizei? Bist du zu Hause? Ruf mich doch zurück. Ich denke an dich. Glaubst du nicht? Willst du mich umbringen? Entschuldigung, aber stell dir vor, ich habe Armando angesprochen. Und? Ich, ganz cooler Don Juan. Hey Baby, hast du heute was vor? Ich sehe es schon vor mir. Ach Quatsch, ich habe fast in die Hosen gemacht. Aber er hat mich eingeladen. Ich sage nur, Ibiza. Verrückte Leute, Partyboot. Hey, und das Beste? Wir übernachten an Bord. Schön für dich. Schade, ich dachte, wir machen was zusammen. Dir geht's nicht gut, ne? Wegen diesem Mr. Fantastic. Das Thema ist doch durch. Ich mach mich doch nicht zum Affen. Er hat doch alles. Haus, Geld, Boot, Frau. Kein Platz für Luise. Nee, Moment mal. Mit Liebeskummer lasse ich dich nicht alleine. Senorita, wollen Sie mit mir nach Ibiza? Nein, du wirst bald 40 und hast schließlich noch was vor. Das werde ich dir nicht mit meiner Laune verderben. Hau ab! Mir fällt schon was ein. Puedes probarte si quieres, eh? Es vidrio reciclado y es hecho a mano. Hay muchos colores, medidas. Kriegst du nur noch ohnmächtig zu Gesicht? Sind sie eigentlich überall? Was wollen sie denn von mir? Lassen sie mich in Ruhe. Sie tun mir nicht gut. Das ist ja gar nicht so einfach. Sie wissen ja, mein Herz will, dass ich ihm folge. Habe ich mir doch gedacht. Also, deswegen bist du hier? Fast wäre ich auf dich reingefallen. Willst du mich jetzt auch umbringen? Hola. Hola. Hallo. Hola. Sie können nicht mitkommen. Das ist kein Ausflug. Ich melde mich, wenn ich Sie gefunden habe. Aber ich muss mit. Er muss mit. Ringe. Sie bleiben. Danke. No, no perdón, Steve. Ja, bleib gerade. Schade. Eigentlich sind wir das perfekte Team. Ich habe dich schon mal gerettet. Wenn ich Bernd nicht zu der Falschaussage überredet hätte, dann wärst du längst aufgeflogen. Zusammen könnten wir alles erreichen. Noch einen Badeunfall wird dir Valeria nie abkaufen. Da hast du recht. Aber wir müssen nichts überstürzen.
Vielleicht passiert in der Bucht ein tragischer Unfall. Der Kreis würde sich schließen. Immerhin hast du dort deine schönsten Stunden genossen. Ja, es war schön. Aber nicht perfekt. Was willst du damit sagen? Es hat dir nicht gefallen. Netter Versuch. Aber ich hab's in deinem Gesicht gesehen. Ich kenne meine Qualitäten. Und genau darauf beschränken sich deine Qualitäten auch. Du bist nichts weiter als eine Mogelpackung. Es ist eine schöne Schale, aber sie ist leider innen hohl. Weißt du was? Was? Ich frage mich, was aus dir geworden wäre ohne Marens Geld. Gebrauchtwagenhändler? Versicherungsvertreter? Hoffentlich sind sie in der Bucht. Das Meer ist groß. Wir können uns keinen Fehler leisten. Ich wollte dir nicht wehtun. Warum bist du nicht in Hamburg geblieben? Weil ich meinem Herzen gefolgt bin. Wie stellst du dir das vor? So. Hab sie selig etwas wert zu. Ja? Hallo, Bernd. Jetzt geht's mir besser. Entschuldige. Das ist schon komisch. Ich nerv dich hier mit meinem ganzen Traummann-Kram. Dabei konnte ich dich am Anfang überhaupt nicht leiden. Na, den mal Prost. Was hast du den ganzen Tag getrieben? Nicht so viel. Das stimmt doch nicht. Was ist los mit dir? Außer deiner Scheidung. Ich zahle dann mal, ja? Señor, la cuenta, por favor. So mache ich denn das? Gib mal her. Nee, nee, ist nur ein Reiseführer. Gib doch mal her. Ist ja nur ein Reiseführer. Jetzt mach nicht so Theater, nur weil du schwul bist. Sterbe. Das gibt's doch nicht. Bist du sicher, dass das war? Oh Mann, du am Schwulenstrand. Hey, nicht so laut. Wenn du das hört. Du hast ihn nicht angesprochen. Bist du verrückt? Ich hab doch noch nie. Noch nie. Ja, ich meine mit einem Mann. Klar, ich hab immer gewusst, dass ich irgendwie. Aber ich hatte einfach Schiss. Du hast erst mal mit 19 geheiratet und mit 20 ein Kind nachgeschoben. Genau. Geholfen hat's auch nicht. Sascha ist letzte Woche 18 geworden. Ich liebe ihn über alles. Aber jetzt bin ich dran. Ich meine, ich muss es einfach wissen, bevor ich 40 bin. Und Amanda ist so süß. Na, hat das junge Glück kein Zuhause? Und ich dachte schon, es wären wieder Einbrecher. Gute Nacht. Schlaf gut. Alors, Madame, si vous voulez? Scheint so, als hätten wir hier beide den Traum unserer schlaflosen Nächte gefunden. Kannst laut sagen, du. Weißt du was? Hm? Das ist hier kein Testlauf. Das ist unser Leben. Wir greifen morgen an. Ich werde 1000 Tode sterben, aber abgemacht. Schlaf gut, ja? Du auch. Träum was Schönes. Ja? Ja? Ach, Lars, was willst du? Das geht dich nichts an. Dann ist es sicher richtig, dass du nicht mehr dauernd Elba vor dir siehst.
Und wieder Elva? Von einer Schiffsreise würde ich dir aber abraten. Du bist noch nicht so weit. Ich vermisse dich. In Liebe, Nora. So, so, Sie haben also einen Bootstour zu dritt gemacht. Sie und die Herren Bernd Karmann und Max Bermann. Genau. Das müssen die beiden ja auch bestätigt haben. Haben sie. Senior Bernhard steht offiziell auch nicht mehr unter Verdacht. Scheint wohl ein Raubmord gewesen zu sein. Das ist übrigens meine Großmutter. Vielleicht treffen ihre Weisheiten ja doch nicht immer zu. Nur zu könnte wichtig sein. Unwichtig. Manchmal mit Verspätung oder sie will mich ärgern. Meine Großmutter, wir sprachen gerade von ihr. Ich war an ihrem Geburtstag nicht auf dem Friedhof. Wie dem auch sei, irgendwie verlässt mich das Gefühl nicht, dass sie und ich noch nicht am Ende sind. Sie verlassen uns schon bald? Ja, sicher. Ich nehme die nächste Maschine nach Hamburg. Da hat sie doch nicht alle. Ich behalte dich im Herzen. Es war schön mit dir, Max. Moment. Also, wenn du die Scheiße packst, dann aber auch gleich beidhändig. Kein normaler Mensch beendet eine Affäre per SMS. Ich habe hier was für dich. Immobilienmakler heiratet Millionenerbin. Oder Seitensprung in den Flitterwochen. Vor allen Dingen hier. Max Bernau bei der Beerdigung seiner Schwiegereltern, die während eines Mittelmeertrips ertrunken sind. Wo sind die ertrunken? Etwa vor Elba? Wie kommst du denn darauf? Auf Mallorca natürlich. Oh, Gott sei Dank. Caroline, ich bin Max' Alibi. Ich war mit Max zusammen, während seine Frau Maren... Na, wie praktisch. Für Bernau. Und nun? Will dich als Freundin nicht verlieren. Komm. Oh. Du weißt, die verrücktesten Weiber, die wären nach ihrem ersten Wurf, wären die betulich. Ja, genau. Mhm. Wir waren auch schon ewig nicht mehr auf der Piste. Hör mal zu. Oh. Du weißt doch, wie das ist. Männer, die kommen und die gehen. Aber die Caroline, die bleibt. Ich hab sie alle überlebt. Und heute Abend tobst du dich mal so richtig aus. Du bleibst ja auch nicht ewig frisch. Vielen Dank. Wie läuft's eigentlich mit Lars? Lars? Mhm. Lars. Ach, der Lars! Ah. Gleicher Lebensgefährte. Ich glaube, es geht dem Ende entgegen. Oh, was willst du nun? Ein draufmachen oder rumheulen? Von Lars trennt sich seit 2 Jahren schon endgültig. Das kommt bei Aldi, es geht gleich los. Was geht los?
Mallorca und zwar in einer Gruppe. Also nichts gegen dich, aber Ute und ich hatten schon nach dem zweiten Mann gehofft. Also, so eine Gruppenreise unterliegt doch keinerlei Zwang, oder? Ganz ruhig, Bernd, wie im Swingerclub. Nichts muss, alles darf. Also ich weiß nicht, wir sind doch eine Gruppe. Mit Inselausflügen und so haben wir doch schließlich bezahlt. Ich verpflichte mich zu nichts, ja? Man muss doch dauernd machen, was alle von uns erwarten. Im Alltag, meine ich. Auf Mallorca mache ich alles nach dem Lustprinzip. Hey, was ist mit dir? Hallo, sag doch auch mal was. Was willst du denn? Entschuldigung, wie heißt du nochmal? Sandra. Und deine Frage? Was nimmt die denn für Pillen? Sandra wollte nur wissen, was du willst. Das ist eine gute Frage. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier Air Berlin-Flug 2406 nach Palma de Mallorca. Wir sind hier am Ausgang D92 zum Einsteigen bereit. Aus Sicherheitsgründen schalten Sie bitte vorverlangt im Warteraum Ihre elektronischen Geräte, insbesondere Mobiltelefone, aus. Im Namen der Air Berlin wünschen wir nun einen angenehmen Flug und Wiedersehen hier in Hamburg. Lass uns zweimal zusammenhalten, ja? Wir sind doch in etwa einem Jahr lang, oder? Also Sandra meint mit ihr und Bernd wäre schon alles gewohnt, aber jung sein ist nicht alles. Bist du auch interessiert? Keine Sorge, ich habe fürs Erste die Schnauze voll von Männern. Entschuldigung. Sind Sie okay? Kein Problem, ich drehe nur langsam durch. Haben wir uns nicht gerade geduzt? Stimmt, irgendwie komisch, ne? Würdest du im Alltag auch gleich jeden duzen? Wir kennen uns doch gar nicht. Ich meine... Es ist okay, ich habe auch keinen Bock auf künstliche Verbrüderung. Und auf Gruppenzwang schon gar nicht. Nein? Schön. Lass uns auch noch darauf anstoßen, dass wir uns gegenseitig in Ruhe lassen. Hm? Okay, von mir aus... Ich dachte schon, ich bin komisch. Nee, ist doch super. Wir tun einfach so, als würden wir uns mögen. Verlassen gemeinsam die Hotelanlage. Naja, und gehen dann unsere Wege. Und Ute und Sandra sind auch los. Ist das nicht ein bisschen viel Aufwand? Wenn ich allein sein will, dann sage ich das einfach. Täusch dich nicht. Sie sind hartnäckig. Ich kenne den Typ, Frau. Zu mir hat sie gesagt, sie will nichts von dem. Das macht doch. Setzen Sie sich einfach auf meinen Sitz und ich besorge Ihnen eine Serviette. Ich frage mich, ob ich dir vertrauen kann. Warum wäre ich sonst freiwillig hier? Überleg doch mal. Ich hätte auch zur Polizei gehen können. Zur Polizei. Ohne Beweise. Komm, gib's mir. Komm. Also, deswegen bist du hier? Fast wäre ich auf dich reingefallen. Willst du mich jetzt auch umbringen? Hallo. Hallo. Sie können nicht mitkommen. Das ist kein Ausflug. Ich melde mich, wenn ich Sie gefunden habe. Aber ich muss mit. Er muss mit. Ringe. Sie bleiben. Danke. No, perdón, es geht. Schade. Eigentlich sind wir das perfekte Team. Ich habe dich schon mal gerettet. Wenn ich Bernd nicht zu der Falschaussage überredet hätte, dann wärst du längst aufgeflogen. Zusammen könnten wir alles erreichen. Noch einen Badeunfall wird dir Valeria nie abkaufen. Da hast du recht. Aber wir müssen nichts überstürzen.
Vielleicht passiert in der Bucht ein tragischer Unfall. Der Kreis würde sich schließen. Immerhin hast du dort deine schönsten Stunden genossen. Ja, es war schön. Aber nicht perfekt. Was willst du damit sagen? Es hat dir nicht gefallen. Netter Versuch. Aber ich hab's in deinem Gesicht gesehen. Ich kenne meine Qualitäten. Und genau darauf beschränken sich deine Qualitäten auch. Du bist nichts weiter als eine Mogelpackung. Es ist eine schöne Schale, aber sie ist leider innen hohl. Weißt du was? Was? Ich frage mich, was aus dir geworden wäre ohne Marens Geld. Gebrauchtwagenhändler? Versicherungsvertreter? Hoffentlich sind sie in der Bucht. Das Meer ist groß. Bitte keine Sturzgeburt. Hätte das gedacht? Der sibirische Säbelzahntiger. Such den Geber, such! Wie konntest du dir den nur entgehen lassen? Hast du seine Brustmuskeln gesehen? Sehr toll. Was soll ich mit einem Typen, der eine Körbchengröße mehr hat als ich? Wie auch immer. Jetzt gehen wir in irgendeine schmutzige Bar und lässt dann gepflegt über Typen ab. Sorry, süße Lars holt mich ab. Ach, schade. Na gut, dann denke ich mir eine Droschke ran. Das war aber schön, das machen wir bald wieder, ja? Oh ja, gerne. Aber du weißt, ich bin auf Abruf. In der Redaktion zucken die schon zusammen, wenn ich nur gähne. Wie ich dich kenne, tippst du noch einen Artikel zwischen zwei Presswehen? Ja, vielleicht. Pass auf dich auf und auf deine Füllung. Das mache ich. Bist du verrückt, dass da ein fertiger Wurm drin ist? Mhm. Hallo, hier ist Tante Luise. Du weißt ja, wie es geht. Du wärst bestimmt eine Spitzenmutti. Aber werd mir bloß nicht betulich. Sieh bloß zu, dass du Land gewinnst, du hässlicher Kugelfisch. Du das? Was hast du denn gefunden? Nee, die Heizanlage. Das ist sicher nur die Wegbeschreibung, wie er zu seiner Magersüchtigen kommt, der Wichser. Schlechte Laune. Nur nicht heute. Ich bin todmüde. Aber wo warst denn du so lange? Ich bin fast verhungert. Ach, das tut mir leid. Ich war damit beschäftigt, mir im Regen die Beine im Bauch zu stehen. Scheiße. Das war nicht heute. Mit dem Abholen und dann trinken gehen, oder? Ich mach das wieder gut ehrlich. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Sag mal, merkst du eigentlich, was hier zwischen uns läuft? Das geht so nicht. Ich hab das mit uns auch nie richtig entschieden. Du bist wie so ein Wahr oder ein Grießball in mein Leben geschwappt. Du hattest nach 3 Wochen keine Wohnung mehr. Schwapp rein in meine Wohnung. Schwapp die Schränke voll mit deinem Zeug. Du leist mir vorübergehend mein Handy und mein Auto. Schwapp, schwapp und ich kaufe mir ein neues Handy, fahr wieder U-Bahn. Was hast du auf einmal? Weißt du, es muss noch was Besseres geben. Das ist hier kein Tesla, das ist mein Leben. Was ist denn das für ein Kalenderspruch? Du hast nie was gesagt. Und ich dachte schon, es wären wieder Einbrecher. Gute Nacht. Schlaf gut. Alors, Madame, si vous voulez? Scheint so, als hätten wir hier beide den Traum unserer schlaflosen Nächte gefunden. Kannst laut sagen, du. Weißt du was? Hm? Das ist hier kein Testlauf. Das ist unser Leben. Wir greifen morgen an. Ich werde 1000 Tode sterben, aber... Abgemacht. Schlaf gut, ja? Du auch. Träum was Schönes. Ja? Hm. Ja? Ach, Lars, was willst du?
Das geht dich nichts an. Ich weiß, dass du das nicht böse meinst, aber... Nein, das reicht eben nicht. Hör zu, sei nicht sauer, aber ich leg jetzt auf. Sticky dream, 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 I dream of you. But you've gone, gone, gone. Yes, you've done, done, done something I can't do. Schon vorbei? Leider, Herr Hanse. Oh, ich habe doch zwei Schultern, Luise. Ich habe ein bisschen die Zeit vergessen. Die hier, die hebe ich mir für nächste Woche auf. Ich hab's eilig. Ein Hausbesuch. Oh, wieder geträumt, was? Stellen Sie sich mal vor, das Leben ist eine große Tombola. Dankeschön. Ja, jeder will den Hauptgewinn, Traumreise oder sowas. Aber die meisten müssen sich mit einer Kaffeemaschine oder einer Duschhaube zufrieden geben. Das ist besser als nix. Hätte ja auch eine Niete sein können. Ich freue mich jedenfalls auf nächste Woche. Und meine Schulter erst. Sie sind ein Schatz, Herr Hanse. Das tust du mir jetzt nicht an, Caroline. Für einen gemütlichen Abend vor dem Fernseher, da habe ich Lars. Mit dir will ich wenigstens einmal die Woche Glamour und in schmutzige Bars. Nein, ich will heute noch raus. Das geht nicht scheiße, natürlich auf. Was? Nichts, mein Auto. Immerzu, nur weil du schwanger bist, musst du jetzt nicht auf betulich machen. Sprich, der stand doch hier. Lars. Gesagt, wenn der Schwede kommt, dann brauche ich den Wagen. Ich muss den doch abholen. Du hast nur nie gesagt, wann dein Schwede kommt. Ja, wie denn? Ich hab's davor erst selbst erfahren. Mensch, Karl! Wagenschlüssel! Habt ihr bald? Wagenschlüssel! Lars!
Max, ruf mich bitte an. Es ist was Schreckliches passiert. Bis gleich. Wäre mir auch lieber. Meine Großmutter würde nicht so oft recht behalten. Man soll das Glück nicht überstrapazieren. Jetzt haben Sie sich zum dritten Mal in Schwierigkeiten gebracht. Und diesmal geht es nicht gut aus. Was? Worüber reden Sie überhaupt? Signore Bernau ist tot. Ich weiß, ich war ja dabei. Wissen Sie, deswegen bräuchte ich jetzt Ihren Reisepass, Ihr Flugticket, eine Formalität. Das war kein einfacher Raubüberfall. Sie müssen sich mal die Finger ansehen. Die haben etwas Bestimmtes gesucht. Sogar der Garten ist umgegraben. Der Garten? Was habe ich damit zu tun? Ach, alles nur Zufall. Ich verstehe. Schicksal, was? No, vom ersten Moment an wusste ich, dass Sie mir noch Arbeit machen. Hat Ihnen das auch Ihre Großmutter gesteckt? Ich rede nicht gerne darüber. Aber glauben Sie mir, an meiner Dienststelle habe ich Mitarbeiter, die deutlich weniger zur Verbrechensbekämpfung beitragen als meine selige Großmutter. Langsam werde ich irre. Wissen Sie, das Übliche, Sie wissen schon. Wo waren Sie zur Tatzeit? Hätten Sie ein Motiv? Obwohl, das kenne ich ja schon. Jetzt habe ich den Faden verloren. Stopp, wieso Motiv? Vielleicht habe ich Ihre Freundinnen einfach falsch verstanden. Ute und Sandra. Wahrscheinlich sind sie gar nicht in Senior Bernau verliebt. Sonst wäre ja Senior Bernau, wie sagt man auf Deutsch, eine Konkurrentin gewesen. Ach, das wollte ich sagen. Morgen um 15 Uhr in meinem Büro. Gönnen Sie sich etwas Sonne. Sie sehen blass aus. Max, na endlich. Bitte komm mit raus. Louise, was bitte ist? Komm, bitte. Was ist denn? Wir dürfen nicht zusammen gesehen werden. Die Kommissarin, die verdächtigt mich. Ute und Sandra, die haben gequatscht. Ich möchte dich so gerne anfassen. Ich kann dir doch nicht sagen, dass wir die ganze Nacht zusammen waren. Wie klingt denn das? Wie ein abgekartetes Spiel zwischen Ehemann und Geliebter. Dieser Valeria Astoria hat meinen Mailbox schon voll gequatscht. Und ich mache mich ja verdächtig. Ich muss mich jetzt bei der melden. Deine Frau, die ist in meinen Arm gestorben. Sie hat sicher an dich gedacht, sie hat deinen Namen gesagt. Und irgendwas von Elba. Hoffentlich kein Albtraum. Ist der Platz noch frei? Ich meine was? Natürlich. Eine Dame hat den Tomatensaft über ihren Sitz verteilt. Habe ich der armen Frau meinen angeboten. Hoffentlich störe ich sie nicht so sehr. Ach was? Muss man eben zusammenrücken. Kommt dir das an? Ich kann mich vorstellen, ich bin Bernd. But if you feel more comfortable to speak in English, I mean, I released your accent. Schlafen Sie ruhig weiter. Ich werde Sie nicht mehr stellen. Das wäre wunderbar. Ich brauche nur etwas Ruhe. Dann bin ich wieder wie neu. Ich bin sonst ganz anders. Hoffentlich nicht. Man sollte seinem Herzen folgen. Was? Habe ich etwas Falsches gesagt? Nein, es ist nur etwas merkwürdig, neben einem fremden Mann zu sitzen, der von Herzensangelegenheiten spricht. Ob Sie es glauben oder nicht, auch fremde Männer haben manchmal ein Herz. Und jetzt schlafen Sie gut. Und diesmal ohne Albtraum. Ja. Wie macht die das bloß? Ich meine, die sieht doch aus wie ein Keks, oder? Ist mindestens 30 und hat Kleidergröße 40. Warte. Max, schön, Sie kennengelernt zu haben. Wo wohnen Sie denn?
Privat. Und Ihnen schöne Ferien. Sie sehen aus, als können Sie es brauchen. Vielleicht wird das ja ein Traumurlaub. Hier ist vieles möglich. Sie entschuldigen mich. Bis bald. Wieso bis bald? Das ist so eine Floskel. Genau. Also mich würde viel eher interessieren, warum uns keiner abholt. Typisch Last Minute. Yes. Wie war der Slogan unseres Reiseveranstalters? Lass deine Sorgen zu Hause.